Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Marvel Avengers. Die Hunde des Krieges, okay? Oh, hier drüben! Da werden Träume wahr. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Haben wir die nicht schon gemacht? Als ob ich jetzt die ganze Mission mit Stark nochmal machen muss. Das wäre ja richtig mies. Ach komm, mach nicht diesen, ey. Das wäre richtig miese Prise. So. Boah, Bruder. Na komm. Gehen wir mal an den Einsatztisch und gucken. Ey, ich hoffe echt, dass wir das nicht alles wieder machen müssen. Aber eigentlich haben wir doch die Ausrüstung mitgenommen, oder? Haben wir auch geskillt? Ja, das haben wir auch geskillt. Stufe 14. Können wir alles zerstören. Jetzt gehen wir noch ein bisschen... So... Boost. Okay. Das können wir sogar auf Level, höheres Level boosten. So, nice. Das ist ja geil. So. Dann gehen wir mal da hoch. Die Hunde des Krieges abschließen, okay. Kann sein, dass wir das Ganze jetzt noch mit Hulk machen müssen, aber mit Hulk sehe ich da keine Probleme. Hulk ist nämlich krass. So. Komm mal her. Greife auf Skywatch-Netzwerk zu. Ostküste. Schwierigkeit 2. Was ist das? Zustand grün, ikonische Mission. Okay, im Reaktor. Okay. Ich glaube, das war doch hier an der Ostküste, oder? Nun, no, dann machen wir die halt nochmal. Okay, zu niedrig. Mhm. So, warte mal. Können wir gegen den anderen hier antreten? Gegen diesen Echsentyp? Wie heißt der? Abomination oder wie der hieß? Können wir da irgendwas machen? Wollen Sie was Gutes tun? Ja. Hier sind unsere Infos. Hoffentlich reicht das. Gute Arbeit. Weiter so, dann kann ich wieder schlafen. Okay. Wir müssen das auf jeden Fall noch in die Luft kriegen. Warte mal. Was mit Kamala? Ich kann kaum glauben, dass Sie dieses Ding gefunden haben. Du fehlst mir, Kumpel. Da oben, ich kann irgendwas mit ihr machen, aber... Reden geht, ne? Gruppenhändler... Ja gut, dann würde ich sagen, dann machen wir halt hier eine Mission. Noch sind wir leider zu schwach. Was können wir hier machen? Jetzt können wir nur das alles machen, ne? Das ist nur das Training. Was ist das? Aim. Okay. Machen wir mal das. Ich glaube, ich mache das aber als Hulk diesmal. Ich nehme Hulk. So. Hulk ist besser. Hallo? Mission starten.
Okay, die sind beide dabei und den auch dabei müssen. Wir haben eine AIM-Anlage identifiziert, die angreifbar ist. Es gibt dort zwar noch Sicherheits-Synthoids, aber wir rechnen mit einem leichten Sieg für die Avengers. Naja, kannst du ja machen. Stufe 17. Das ist auch Boosten, ja. Na komm. Höher geht leider nicht, ne? So. Stufe 16. Welches Booster? Investition in die Zukunft. Schalten Sie alle AIM-Truppen aus, denen Sie begegnen. Das machen wir doch, gar kein Problem. Toll, begeben Sie sich zu der Position AIM auf Ihrem HUD. Okay, Iron Man soll die Dinge nehmen. Hallo. Winzig. Wenn man bedenkt, dass Hulk sogar gegen Thanos verloren hat. Das ist schon heftig. Na komm. Wenigstens jemand, der Iron Man spielen kann, nicht so wie ich. Na komm. Machen wir uns das hier erstmal. Oh Mann, die scheiß Laserdinger, Alter. Richtig nervig. Das war offensichtlich der letzte von ihnen. Ja, besser ist das, ne? Na komm, rein da. Na toll. Diese Feinde müssen besiegt werden. Toll. Zerstören, AIM. Gar kein Problem. Da sind wir noch Meister drin, in Dingen zu zerstören. Okay, oh, der ist so echt hartnäckig, der Lümmel. Der Typ ist echt hartnäckig, was ist los mit ihm? Bauplatscher? Ich nenne das einfach jetzt Bauplatscher, keine Ahnung, wie die Fähigkeit heißt hier. Komm schon, komm mal rein, Iron. Bruder. Heute ist dein Glückstag. Alter. Okay, die machen ganz schön Damage, die Lümmel. Heftig. Warum? Iron Man ballert auch ganz schön rein. Ich bin echt mal gespannt, wann wir Captain America und so wieder bekommen. Und Thor, wenn Captain überhaupt noch lebt, und man kann ihn halt im Multiplayer spielen. Also denke ich schon, dass er noch lebt. Oh yeah. Halt wird sauer. Ich hätte den Nahkampfschaden vielleicht nicht wechseln sollen. Nicht runter machen sollen. Gib mal her hier. Hängt aus Richtung voll. Da liegt das Ding dann nicht. Oha. Da vorne ist so ein Fetter. Komm mal her, Kollege Schnürschuh. Die Zeit, dass man auf die Kauleiste kriegt. Oh shit, das sind sogar zwei. Was? Yo, beruhigt euch mal. Ach du Scheiße. Tschüss. Oh, Kacke. Ich muss mal meine Mutti aktivieren. Alter, sie macht richtig viel Damage, ne? Aber kein Problem für Halt. Wie viel sind das denn, Alter?
Oh yeah. Reiß ihn auseinander, Hulk. Komm schon, Bruder. Gib ihm richtig auf die Fresse. Namensschild, nice. Was hier? Nimm das, Kollege Schnüffel. Hulk, zerstören, Roboter. Genau so muss es laufen und nicht anders. Ne? Ciao. Winzig. Ich sollte mal Hulk skillen. Der hat bestimmt auch neue Fähigkeiten. Die Feinde wurden besiegt. Nice. Es macht halt einfach so Bock, als Hulk da alles klein, kurz und klein zu schlagen. Richtig cool. Gut gemacht, Avengers. Das war sicher nicht unser letzter Angriff auf AIM-Truppen, aber der hier sollte ihre Möglichkeit... Kamala und Hulk? Tony, wir suchen seit Stunden... Einen Bereich habe ich bis jetzt vermieden. Wir kommen gleich hin. Er ist eine Brutstätte für AIM-Aktivität. Ich werde den Großen auspacken müssen. Gut gemacht, Avengers. Das war sicher nicht unser letzter Angriff auf AIM-Truppen, aber der hier sollte ihre Möglichkeiten deutlich geschwächt haben. Genau, das ist die Kampagne, da geht's nämlich weiter. So, aber ich spiele als Kamala, oder was? Nee, ich will aber als Hulk spielen, warte mal. Kann ich nur als sie spielen? Ja, ich kann nur als Kamala spielen. Warte mal, können wir sie eigentlich leveln? Hier, was ist das? Mhm. Okay, Kinder, ich zähle auf euch, dass ihr die zweite Wärmesignatur findet. Die Hunde des Krieges. Hoffentlich bringt sie uns viele Initiatorkerne. Es wird nicht mehr lange dauern, bis AIM die Chimera findet. Und ohne eine Operationsbasis, naja, haben wir kaum eine Chance. Also enttäuscht mich nicht. Und viel Glück. Das ist eine Menge Druck. Oh nein, ja. So, Ausrüstung, können wir irgendwas mit ihr... Ihr skillen, aber sie haben wir irgendwie überhaupt noch nicht geskillt, ne? Hier können wir auch nichts boosten. Okay. Ich darf Mr. Stark nicht enttäuschen. Jarvis, wo soll ich anfangen? Die zweite Wärmesignatur besteht aus einigen verstreuten Punkten um ein großes Zentrum herum, was eine signifikante Konzentration potenzieller Initiatorkerne nahelegt. Das Ganze muss ein einziger Ort sein. Vielleicht ein Gebäude. Alles klar. So, gönnen wir uns erstmal das hier. Und eine Truhe. Hallo? Mach doch mal die Truhe auf. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, Hulk ist ja dabei. Siehst du irgendwas? Alles sicher! Von wegen hier ist gar nichts sicher. Die Avengers sind da, Bruder. Hallo! Genau! Denn die Avengers sind da. Hallo. Oh yeah, das macht richtig Bock, mit ihr rumzuballern. Ja, Miss Khan? Täusche ich mich? Oder ist der Hulk nicht so leuchtend grün wie sonst? Anscheinend kommt Dr. Banner nicht über das Dahinscheiden unseres geliebten Captains hinweg, Miss Khan. Seinen Memos zufolge ist er zur Chimera zurückgekehrt, um die Ereignisse am A-Day aufzuklären. Stattdessen haben ihn seine vermeintlichen Fehler mehr und mehr frustriert. Oh, natürlich. Bruce fühlt sich schuldig. So wie anscheinend alle, Miss Khan. Oh shit, hallo. Ja, dann hau mal rein, Bruce. Kannst du wieder gut machen. Alter, müssen wir schnell da oben kriegen. Oh shit. Hallo! High five, Jungs! Den da? Alter, es macht aber auch richtig Spaß, mit ihr zu spielen, ne? Die hat so geile Fähigkeiten.
Blechbüchse, ey. Was willst du denn? Oh, wie sie rumfliegen, die Typen. Wollen wir uns dann auch mal treffen? Ciao. Wo ist er denn? Ach da, komm mal ran, Kollege Schnürschuh. Alter, die hat so geile Fähigkeiten. Und die will sie loswerden, sonst ist sie mir geben. Ich nehme sie, ohne Scheiß. Moin, Meister. Tschüss. Alter. Die hat so drauf, ne? So, einmal schön geheilt. Weil ich weiß nämlich nicht, wie es halt geht. Ah doch, rechts sehe ich das ja. Halt geht's eigentlich relativ gut, ne? Ist halt halt. Muss ich einen langen. Wo denn? So. Hier rein oder wie? Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Ach, das ist nur eine Truhe. Ja gut, dann nehmen wir die Truhe trotzdem mal mit. Das können wir eh gebrauchen. Wir müssen sie nämlich noch leveln. Mal gucken, was die Spezialressourcen sind. Plasma. Upgrade-Modul, okay. Da gehst du, muss ich hin, wahrscheinlich wieder raus, ne? Oder unten lang vielleicht? Ich habe ein Tech-Lager in Sektor 12 gefunden. Mhm. Juckt wen, Bruder? So. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da hinten ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen. So. Nanit, das ist gut, das können wir gebrauchen. So. Let's go, Kamala. Sie nähern sich wieder AIM-Ausrüstung. Hoffentlich der richtigen. Spürt jemand, dass der Boden bebt? Ist es das, was ich denke? Es ist der Hall. Oh, moin, ihr Blechbüchsen. Okay, hier ist aber alles kaputt. Hat da schon jemand reingeballert? Verdammt, sie verbrennen die Kerne. Sie wollen so viele wie möglich zerstören. Dann drängt die Zeit. Ich habe ihr Hard mit einem weiteren Kern aktualisiert. Okay. Oh. Ziele gesichtet. Da laufen noch mehr Streuner von der Resistance. Moment. Das ist der Hall. Nicht wie die aussehen. Das sind keine normalen AIM-Blechdosen. Hyskan, ich denke, dass sie zu einer Gruppe gehören, die sich selbst Wachhunde nennt. Eine radikale Anti-Superhelden-Organisation. Wie kann man sich Wachhunde nennen, bitte? Irgendwie arbeitet jeder für AIM. Halt, Bro, ich bräuchte mal langsam deine Hilfe. Halt, Bro, ich bräuchte mal langsam deine Hilfe. Alter. Boah, diese Typen nerven, Alter. Wie sie hier rumfliegen, die Penner. Mit ihr können wir halt nicht fliegen, das ist unser Problem, ne? Aber halt macht es schon. Wo ist er? Vorsicht! Stirb mal hier, Bruder. Ja genau, komm mal runter. Okay, halt, ich hab's RIP. Den Hammer. Höllenhund. Ciao.
auch mal ein bisschen Heilung hier. Oh shit, man. Oh yeah, hallo. Kommt mal ran, Jungs. Jetzt gibt's richtig auf die Schnauze. Was willst du denn? Mal her, du Zwerg. So, den haben wir. Okay, scheiße, Halt braucht Hilfe. Halt, halt durch, Bruder, ich komme. Halt, zurück. Alter, dieser Typ, ne? Oh, shit, man. Mist. Okay, High Five ist bereit. Halt prügelt sich mit dem da drüben, dem helfen wir mal. So. Na endlich. Was? Was? Jungsbrunnen. Okay, dann. High Five. Tschüss, du Blechbüchse. Langsam bräuchte ich meinen Heal mal wieder, ne? Wenn Bock, dass Halt schon wieder raufgeht. Oh yeah, Baby. Was willst du denn mit deinem Schild? Aua. Okay, er will. Er gibt mir richtig. Jetzt gibt's aber richtig auf die Fresse hier. Meine Fresse, komm ran hier, Kollege. Oh. Ciao. Und jetzt bist du bist alleine. Jetzt haben wir die komplette Wüste abgegrast. Und es reicht immer noch nicht. Bin ich allein? Was? Wo sind die anderen Inhumans? Wieso wehren sie sich nicht? Keine Ahnung. Da waren Symbole der Resistance, Gerüchte über eine Rebellion, aber nichts passiert. Ich fühle mich nicht krank oder so. Ich habe mich noch nie lebendiger gefühlt. Was ist, wenn ich mich irre? Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Diese Kräfte sind ein Teil von uns. Und wenn ich eines weiß, dann, dass es viel besser ist, sie anzuerkennen. Irgendwie sowas. Mein Dad hat das auch immer gesagt. Scheint ein cleverer Kerl zu sein. Der Beste. Wir sollten zurück zur Chimera. Okay. Bleibt, wo ihr seid! Ach, komm schon, Mann. Ein Kind und ein alter Mann. Ein alter? Okay. Dr. Pym empfängt euch jetzt. Doc... Hank Pym? Wirklich cool. Hank? Bruce? Was tust du hier draußen? Das könnte ich dich auch fragen. Echt schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Kamala, das ist Dr. Hank Pym. Ant-Man? Das war ich früher.
Folgt mir. Der sieht überhaupt nicht aus wie Ant-Man. Das ist also die Wärmesignatur, die wir gesucht haben. Wir haben alles geholt. Waffen, Roboter, AIM-Tag. Alles, was uns bei der Verteidigung helfen könnte. Denkst du, wir könnten ein paar von diesen Initiatorkernen haben? Als Hilfe für einen Heli-Carrier, der ein wenig Liebe braucht? Da lässt sich wohl was arrangieren. Super, vielen Dank. Was ist das hier für ein Ort? Wir nennen ihn den Ameisenhügel. Oh. Nicht meine Idee. Die kam von einem unserer anonymen Hacker, Tiny Dancer. Nicht zu glauben. Dann sind das also alles? Inhumans, ja. Viele waren Häftlinge in einer AIM-Anlage. Scheint so, als würden sie sich doch wehren. Fühlt euch wie zu Hause. Wir haben einiges nachzuarbeiten. So hätte ich mir diesen Ort nie vorgestellt. Codex-Eintrag, der Ameisenhügel. Sammlung. Guck mal. Unterirdisch, okay. Gut. Aber das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.